So, hallo und alle zur nächsten Folge von 5 Dinge in Minecraft, die du noch nicht wusstest. Und ich habe heute mal wieder 5 Dinge rausgesucht, die hoffentlich einigermaßen interessant sind. Und wenn ihr noch Sachen habt, die auch nicht zwangsläufig jeder weiß, dann schreibt sie wieder hier in die Kommentare. Und außerdem, wie viele von den Dingen, die gleich gezeigt werden, wusstet ihr? Schreibt es mir auch rein. Dann würde ich sagen, ohne groß rumzureden, geht's auch schon los mit der ersten Sache. Für die erste Sache habe ich den Namen nicht mehr gefunden, beziehungsweise die Nachricht. Ich habe sie nämlich gelesen gehabt gestern, aber sie war unter einem falschen Video. Und als ich heute gesucht habe, wusste ich nicht mehr genau wo und habe es auch nicht mehr gefunden. Trotzdem, der das Ganze eingeschickt hat, der fühlt sich jetzt am besten angesprochen und dann haben wir das. Okay, ich weiß nicht genau, aber ich fand den Gedanken interessant. Und zwar, wie ihr wisst, fällt ja Kies nach unten und wenn er auf Fackeln trifft, wird er auch zerstört dadurch. Das geht bei vielen verschiedenen Dingen, bei Half-Slabs und so weiter und so fort. Bei Schienen müsste es, glaube ich, auch gehen. Genau, geht auch bei Schienen. Aber eine Sache, die habe ich bis jetzt noch nicht so auf dem Schirm gehabt. Und zwar, es geht auch mit Soul Sand. Und das war eine Sache, die ich ehrlich gesagt noch nicht wusste. Und bei den ganzen Fakten habe ich immer so ein kleines bisschen Ansprüche dran, dass ich Dinge meistens nehme, die ich möglicherweise selbst nicht weiß nach einer so langen Zeit Minecraft. Und dass ich deswegen die auch als wichtig einstufe. Und das war zumindest eine Sache, die darauf in der Hinsicht zutrifft. Deswegen, ja, Kies und Sand wird auch auf Soul Sand zerstört. Okay. Die nächste Sache ist von NoName2001. Du weißt doch sicher noch, was mit dem Sulfur schreibt. Wenn du slash summon item Sulfur in den Chat schreibst, bekommst du einen Stein. Slash item Sulfur und dann geht der Stein hoch. Allerdings hat das was mit dem Befehl an sich zu tun, denn selbst wenn ich was anderes eingebe, Gold oder so, dann kommt auch ein Stein. Selbst wenn ich das weglasse, slash nur slash summon item nehme, kriege ich auch einen Stein. Und das Verwunderliche, weswegen ich den Fakt eigentlich mit reingenommen habe, ist mehr, dass ich, wenn ich slash summon item mache, einen Stein kriege. Warum kriege ich einen Stein, wenn ich gar nicht spezifiziere, welches Item das ist? Es gibt ja diesen Summon-Befehl. Wenn ich den vervollständige, dann könnt ihr sehen, Item ist mit drin, das befindet sich hier. Es gibt noch Item Frames weiter unten. Es gibt viele Sachen, die man sammeln kann. Aber wenn man nicht spezifiziert und einfach nur ein Item wählt, dann bekommt man einen Cobblestone. Und das fand ich eher als wichtiger Fakt. Und das ist ein bisschen skurril. Ich weiß auch gar nicht, wie man es weiter spezifizieren kann. Wenn ich slash summon item habe und dann Minecraft und dann Cobblestone oder eingebe, dann kommt trotzdem Cleanstone raus. Mit dem Befehl kann man so wie es aussieht, wie viel machen. Vielleicht mache ich es auch falsch, ich weiß nicht. Aber dann müsste ja eine Fehlermeldung angezeigt werden. Also ist komisch, mit slash summon item trägt man immer einen Cobblestone, einen Cleanstone. Okay. Ich habe es übrigens vorhin schon mal hingekriegt, ich weiß, worum es jetzt nicht mehr geht, wenn ich nach dem slash summon item nochmal einen Tab mache, einfach nur so und jetzt einen Tab setze, dann kam sonst immer, also item frame, wenn ich dran bin, aber ich lasse dann immer eine 244, eine ID hinten dran, ohne dass ich sie selbst eingetippt, kommt jetzt nicht mehr, keine Ahnung, was falsch ist, aber es war auch sehr mysteriös. Komischer Befehl. Okay, dann kommen wir jetzt zu einem etwas interessanteren Teil, nämlich Daniel schreibt, wenn man in einen Command-Block geht und wieder rausgeht, dann machen Villager an der Umgebung immer ein Geräusch, also wenn man rauskommt. Das ist ein bisschen buggy, ich habe es ausgetestet, aber im Wesentlichen stimmt sogar. Dazu gehe ich mal ganz kurz in die Music and Sounds und stelle mal die Sounds auf ganz oben hin, damit ihr die Villager gleich mal tröten hört. Wenn ich hier daneben welche stelle und hier reingehe, Achtung, und jetzt rausgehe. Rausgehe. Jedes Mal ein Geräusch. Okay, fast jedes Mal. Es trifft manchmal zu, manchmal hängt es, dann brauchen die ein bisschen, dann geht's wieder. Ich habe das vorhin mal gemacht, bin 10-mal rein, 10-mal raus, und jetzt hat Mio, 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 Mio. Wirklich, ohne Scheiß. Jetzt geht's. Also, ja, es stimmt tatsächlich. Jedes Mal, wenn ich rausgehe, macht der einmal sein Nee-Geräusch. Tatsächlich, stimmt. Die nächste Sache ist von Teswan Deminci. Eine Sache, wo ich mir nicht sicher war, habe ich ja schon mal gezeigt, aber ich weiß nicht, bei 300 Sachen, die über ein Jahr verteilt sind. Ich hoffe mal, dass ich es noch nicht gezeigt habe. Ich bin mir nicht sicher, aber es kam mir etwas komisch vor und etwas cool, deswegen habe ich es mit reingenommen. Falls schon mal dran, wie gesagt, sorry. 5 Dinge in Minecraft. Wenn du Bone Meal und eine größere Rose nimmst, die dann platzierst und dann Bone Meal fütterst, dann droppen ganz viele Rosen und endlich. Das Ganze in der 1.8. Und das zeige ich mal ganz kurz, was gemeint ist. Also ich eine Rose setze, Bone Meal dran hau. Dann ploppen da die ganze Zeit kleine Rosen raus. Und das ist übrigens auch ein Screenshot wert. Okay. Die nächste Sache ist von Falps oder 4LPS. Die coolste Sache für heute, finde ich, von den Fakten.
Beim Map-Bauen ist mir etwas aufgefallen, und zwar, dass wenn man im Creative-Inventar und dort im sogenannten Survival-Inventar ist, dort Items drin hat und sie dann mit STRG plus Droppen rauswirft, dann sich die Anzahl der Items verdoppelt, die rausgeworfen werden. Im Creative-Inventar in der Suche ist, also ist dieselbe Kombination, wie wenn man in der Suche ist und einen ganzen Stack rauswerfen will. Und ich zeige mir kurz, was damit gemeint ist. Wenn ich hier eine Fackel habe, in meinem Inventar, kann ich per STRG-Q rausdroppen und wieder einsammeln. So, oder auch mit Normal-Q. Wenn es mehrere sind, zum Beispiel hier, muss ich STRG-Q nehmen. Dann kann ich hier auch 22 wieder einsammeln. Wenn ich allerdings jetzt hier in diesem Inventory bin und hier mit STRG-Q eine Fackel rauswerfe, dann wieder einsammle, kriege ich 2 raus. Wenn ich wieder hier bin und hier wieder beide raus mit STRG-Q einsammle, kriege ich 4 raus. Wenn ich die allerdings nur so rauswerfe, ohne im Inventar zu sein, bleiben es 4. Kann ich hier 8 draus machen? 16. Flup. 32. Und 64. Zack. Tatsächlich, das war eine sehr skurrile Geschichte, aber sie funktioniert. Ich hoffe mal, die Folge war diesmal wieder unterhaltsam. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht zuzuschauen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn ihr coole Sachen habt, so wie die oder besser. In die Kommentare, und wenn sie gut sind, kommen sie auch in der nächsten Folge dran. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wie von wie vielen Dingen wusstet ihr? Schreibt es in die Kommentare. Und tschüss.